Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Kingdoms of Amalur: Reckoning. In der letzten Folge haben wir das Haus der Rache abgeschlossen und jetzt geht es für uns hier weiter. Ihr habt gerade schon einmal kurz gelesen, es soll jetzt für uns darum gehen, Bale zu betreten. Da sind wir also jetzt. Was war das? Mein Gott. Ist das jetzt hier etwa das Ende? Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Wissensstein. Alinshir! Hi, Schnuggi. Endlich ist... Bitte entschuldigt, dass ich nicht in der Lage war, an der Schlacht teilzunehmen. Ventrinho hat mir ein wenig Schwierigkeiten bereitet. Inwiefern... Was? Entweder das oder das... Boah. Was macht ihr hier? Ich warte auf euch, was sonst? Und um das klarzustellen, Ventrinho hat mich angegriffen. Aber er musste nicht leiden, falls euch das ein Trost ist. Je näher wir Bael kamen, desto besessener von Tier noch wurde er. Und davon, genau wie Gatflo, über Tier nochs Macht zu gebieten. Deshalb musste er aufgehalten werden. Und deshalb müssen wir uns auch über unsere Mission unterhalten. Unsere Mission? Nee, Verräterin? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Verräterin ist. Weil Ventrinho, ich habe ja auch schon öfter mal gesagt, dass ich Ventrinho auch nicht so richtig über den Weg traue. Ich nehme mal das. Ich war mir nicht sicher, ob ich euch vertrauen kann. Ihr seid nicht mehr derselbe, der ihr einst wart. Unsere Zeit wird knapp. Ich erkläre es euch unterwegs. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Gatflo besiegen ist jetzt meine Aufgabe. Alles klar. Darf ich erstmal hier nochmal schnell lang gehen? Ich möchte den... Bitte. Der Hof des Winters war so still wie gefallener Schnee, als der Hofnarr tanzte und scherzte. Messer und Fackeln jonglierend sang er für seine Lords und Ladies, doch niemand lächelte. Keine Augenbraue hob sich, als der Narr den König imitierte. Nicht einmal, als er ihm die Krone vom Haupt nahm. Denn dies war der Tag, an dem Gatflo den Hof des Winters ermordete. Dies war der Tag, an dem die Tuatha geboren wurden und unser Volk zu einem Opfer für Tiernoch wurde. Okay, klingt nicht gerade glücklich. Ich weiß auch nicht, wie groß dieser Raum, also dieser ganze Ort ist. Na, Tuatha, dass jetzt hier ordentlich Tuatha auf uns warten, ist klar. Bin mal echt auf die Storys... What the fuck? Gespannt. Ich kämpfe an eurer Seite, genau wie in den alten Zeiten, bevor ihr gestorben seid. Und wieso habe ich es dann nicht überlebt? Du hast mir doch wohl hoffentlich nicht den Gnadenstoß verpasst, oder? Ich weiß ja immer noch nicht so richtig, wie ich eigentlich gestorben bin. Ich weiß nur, dass ich irgendwie mit Ventrinho... What the fuck? Mit Ventrinho zusammengearbeitet habe, für Yus. Vergiss es. Nicht, dass du hier noch... Wir haben eine Pflicht, die seit Jahrhunderten erfüllt wurde. Wir bewahren die... Hallo, hör mal nicht auf zu sprechen. Sie unterbricht immer einfach so. Das finde ich total scheiße. Ganz im Ernst. Sie hat gerade angefangen, irgendwas zu erzählen. Der wunderschöne Weißknochenwald, ein Ort des Friedens und der Meditation. Kein schriller Vogelgesang, kein hitziges Wort konnte seinen Weg durch die Äste finden. Es herrschte Ruhe, bis Gatflo unser Land heimsuchte. Die blutroten Äxte der Tuatha zerschlugen den Wald, um Pfeilschäfte zu schnitzen. Tiernos Prismere verzehrten, was übrig blieb. Nun ist unser Wald zerstört. Und Schreie des Krieges erfüllen seine Wipfel. Was war das denn gerade, Alter? Da fängt das mal eben an, diese Musik, dieser Sound, wie auch immer.
da, das habe ich kaum gesehen. Das Doofe ist, mein Inventar ist bald wieder voll. Kann ich von hier wegreisen? Einmal fix. Komm gleich wieder. Ist Aline jetzt bei mir im Schlepptau oder wartet sie da? Ich weiß es nicht. Hey, my friend. Ja, was mein ist, ist. Ist noch irgendwie was Gutes zu. Reparaturkits, wie viele habe ich denn davon? Auch euer. Bitte. So, gut. Bail. Ja, bitte wieder zurück nach Bail, danke. Gut. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um umzukehren. Wir müssen es zu Ende bringen. Ja, doch. Ich wollte nur meine Taschen einmal leeren. Es ist unheimlich, dass das hier immer so am Beben ist, ey, wirklich. Als sich Gadflus Armee erhob, erkannten wir Tiernochs verdorbenen Einfluss. Nur eine Macht wie sie konnte Wesen der Ewigkeit wie die Feien vergiften. Und so fiel es euch zu, nach Alabastra zu gehen, Tiernoch aufzuspüren und sie für alle Zeiten einzusperren. Ihr habt Ventrinho benutzt, um hineinzukommen, getarnt als sein Assistent. Okay. Wir kriegen jetzt ja also so langsam ein paar mehr Infos über unser früheres Leben, wenn man so will. Unheimlich, wenn das hier mal eben einfach so aus dem Boden ploppt oder woanders her. Oh wow. Erbärmlich. Erbärmlich. Wenn ihr Tier noch nicht aufhalten könntet, würde sie ihre Lakaien benutzen, um vollständig aus ihrem Gefängnis zu entkommen. Und dann wäre die Welt ihr neues Spielzeug. Ihr musstet es versuchen, auch wenn die Schicksalsweber sagten, ihr wärt zum Scheitern verdammt. Und wie immer hatten die Schicksalsweber recht. Warte du erstmal ab, ist noch nicht vorbei. Die größten Helden des Winters sind immer aus den fahlen Zweigen des Bail gefallen. Von Pietra der Kühnen bis Holgarn dem Hungrigen. Als die Tuatha uns unterwarfen, erhoben die Helden sich, um den Winter zu verteidigen. Gutflo lachte über sie und beschwor Tiernochs Zorn herauf. In einem Wimpernschlag wurden unsere treuesten Helden von Prismeren aufgespießt. Unsere Helden waren fort, ohne Aussicht auf Wiedergeburt. Und unser Volk war Gutflos Wahnsinn ausgeliefert. Wir werden hier Zeuge einer sehr tragischen Geschichte, scheint mir. Wow. Tuatha Truppen hier. Na gut, das war zu erwarten. Alin, ich hätte gedacht, du bist mächtiger als das. Als ich euch in Dalentaut fand und begriff, dass ihr wieder ins Leben zurückgekehrt wart, war ich mir nicht sicher, an wie viel ihr euch erinnert. Ich konnte mir nicht sicher sein, dass ihr unsere Geheimnisse bewahren würdet. Ich hatte darüber nachgedacht, euch auf der Stelle zu töten. Es war nichts Persönliches. Ihr hättet dasselbe auch mit mir gemacht. Doch dann erkannte ich, zu was ihr geworden wart. Ich erkannte, über welche Macht ihr gebietet. Und ich erkannte, wie nützlich ihr sein könntet. Ich fange an, ihr so ein bisschen zu glauben. Weil sie tatsächlich nicht so ganz uneigennützig dann gehandelt hat.
wenn sie sagt, sie hat erkannt, wie nützlich wir sein könnten. Oh! Ja, sehr schön. Danke für das Achievement. Wow. Es war zu erwarten, dass hier jetzt nochmal was passiert. Die Zeit ist gekommen. Na, noch nicht. Hier ist ja noch nicht Godflow gerade. Also alles gut. Alön, halt durch. Wow, meine Regenerationsgeschichten sind so super. Sowohl Lebensregeneration als auch Mana. So super. Alün, ich hoffe, du kannst nicht sterben hier. Gut gemacht. Als ich erkannte, dass ihr das Schicksal ändern könnt, wusste ich, dass ihr unsere einzige Möglichkeit seid. Also habe ich euch geholfen, eure Mission, Tier noch aufzuhalten, fortzusetzen. Auch wenn ihr sie vergessen hattet. Mir ist jedoch im Laufe der Zeit klar geworden, dass ihr nicht mehr derselbe Mann seid wie vor eurem Tod. Ihr seid mehr. Ihr seid besser als der herzlose Kommandant, den ich einst kannte. Solche Worte aus deinem Munde, Alün? Anstatt eines arkanen Zeitalters wollte Godflow also einen endlosen Winter herbeiführen. Nicht den Winter der Feien, sondern den Winter Tirnachs. Godflow hat die Visionen der Auslöschung gesehen. Einer glückseligen Leere in aller Welt. Es ist nicht der Wille uns, doch gegen die Natur. Der zeitlose Verfall unseres Volkes ist zu einer Waffe gegen das Eure geworden. Ihr, der Todesbringer und Belagerungsbrecher, der Thronräuber und Zweifachgeborene, müsst zum Gottestöter werden. Wie hier hauptsächlich erstmal von uns hier gesprochen wird. In glücklicheren Zeiten kam der Hof des Winters hierher, um in den Farben der Mitternachtsgärten zu baden. Nachtveilchen und fahle Mondblumen blühten auf einem Feld aus blauem Gras mit Frost bedeckt. Wenn die Sterne richtig standen, tanzten die Nordlichter für die Königin höchst selbst. Doch nun haben die Tuatha die Gärten zerstört und nur Leichen gepflanzt. Die Frucht ihres gequälten Gartens ist nur blutrot. Ja, happy ist hier nicht unbedingt. Okay, bisschen ist noch. Also ich weiß nicht, wie viel da noch im Schatten liegt, sag ich mal. Müsste gleich wieder der nächste Schwung Gegner kommen, oder? Oh yeah, ich seh's da schon. Als ihr das letzte Mal hier wart, wart ihr dazu bestimmt zu sterben. Dieses Mal liegt euer Schicksal allein bei euch. Siehst du mal, Alün, so können sich Dinge ändern. Das sieht so geil aus hier, oder? Wie das hier immer so leuchtet. Ist noch ein Wissensstein? Nach langem Kampf hat Godflow die Winterfeind besiegt und seine Tuatha herrschen über uns. Wir werden nicht länger in dieser Welt wiedergeboren, so sein Gott Tirnoch es nicht wünscht. Dieses Monster hat uns vernichtet. Unsere Tage in dieser Welt sind gezählt. Doch unsere Erinnerungen könnten überdauern. Wenn Godflow fort ist und sein Gott weiterzieht, ein anderes Volk zu quälen, werde ich vielleicht aus meinem Grab befreit. Und dann werde ich die von uns geschaffenen Träume teilen. Es ist die einzige Unsterblichkeit, auf die wir noch hoffen können. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich will deine Frucht. Euer Leben wird
guckt immer so herrlich gelangweilt. Nehmen wir alles mit. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Mission endlich abzuschließen. Machen wir Godflow ein Ende, bevor sein Pakt hier noch befreit und sie auf die Welt loslässt. Okay. Mache ich jetzt hier gerade das Finale von Kings of Amalur? Ich weiß es nicht. Aber es klingt ein bisschen so. Okay. Ist sie jetzt dann die ganze Zeit mit dabei? Okay, also wir haben diesen Ort jetzt hier scheinbar wirklich so weit abgeschlossen, diesen Vorort. Wir gehen da jetzt rein. Es muss schwer für euch sein, so vieles auf einmal zu verarbeiten. Aber ich muss sicher gehen, dass ihr euch darüber im Klaren seid, wer ihr seid und was ihr tun müsst. Es hat sich vieles verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Diesmal wird es nicht so leicht sein. Und ihr seid schon beim letzten Mal gestorben. Okay. Wer war ich? Unsere Aufgabe war es, Tyr noch vor der Welt verborgen zu halten. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Aber als Godflow sie fand, wart ihr derjenige, der sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und Tyr noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen, und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren. Aber so wie ich euch kenne, würde es mich nicht überraschen. Alles klar. Was ist Tyr noch? Ach. Sie ist eine Kreatur mit unermesslicher Macht, ein Drache. Aber sie ist nicht einfach nur eine Echse aus irgendeiner Kindergeschichte. Ihre Macht kommt der von Göttern gleich. Vor tausenden von Jahren wurde sie hier in Amethyn von den alten Alpha zwischen dieser Welt und der Welt der Magie eingesperrt. Und dort ist sie wahnsinnig geworden. Als ihr Gefängnis im Laufe der Zeit jedoch schwächer wurde, war sie in der Lage, Godflow zu verführen. Er sollte ihr helfen, genügend Macht zu sammeln, damit sie sich befreien konnte. Und wenn sie wirklich vollständig entkommt, wird dies das Ende allen sterblichen Lebens bedeuten. So wird sich Tyr noch für zehntausende Jahre der Gefangenschaft rächen. Aus diesem Grund widmen Leute wie ihr und ich ihre Leben der Aufgabe, Tyr noch vor der Welt verborgen zu halten. Okay, und was geschieht, wenn Godflow tot ist? Jeder, der die Wahrheit über Tyr noch kennt, wird tot und Tyr noch selbst wird wieder eingesperrt sein. Und wir können zu unserer Aufgabe zurückkehren, dieses Wissen geheim zu halten. Zumindest, wenn ihr euch dafür entscheidet, dieses Leben wieder aufzunehmen. Solltet ihr euch jedoch weigern, werde ich dafür sorgen müssen, dass ihr die Wahrheit über Tyr noch niemals erzählen könnt. Es wäre mir natürlich lieber, wenn es nicht dazu käme. Aber ihr hättet dasselbe getan. Diesmal werde ich nicht verlieren. Ich weiß, ihr würdet mich nicht töten. Ihr scheint mich zu mögen, nehmen wir mal das. Was seid ihr? Ein vernarrter Halbwüchsiger? Wenn ihr unsere Zeit damit vergeuden wollt, mich sehnsuchtsvoll anzustarren, werde ich uns diesen Ärger mit Freuden ersparen, indem ich euch gleich jetzt die Augen rausreiße. Um unsere Welt zu retten, muss Godflow sterben und hier noch eingesperrt werden. Und da ihr der Einzige seid, der das vollbringen kann, wäre es vermutlich besser, wenn ihr etwas sehen könntet. Und jetzt rein da mit euch. Und versucht euch nicht erneut umbringen zu lassen. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Das nenne ich mal eine Kampfansage. Voll geil. Muss ein bisschen schmunzeln darüber. Ich will noch mal kurz gucken. Reparaturkits. Oh ja, ich habe mehr als genug davon. Nehmen wir mal einmal komplett. Besser ist das, glaube ich. Und ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um herumzutrödeln. Ja, du hast aber noch ein bisschen was zu erzählen. Und das möchte ich jetzt noch mal machen. Bale. Hier sind wir also. Im Zentrum der Verteidigungsanlagen unseres Feindes. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Mal nicht scheitern werdet. Ich hoffe auch. Godflow. Godflow hat irgendwie eine Möglichkeit gefunden, Tyr noch zu erreichen. Vielleicht war aber auch sie in der Lage, in seinen zerstörten Verstand einzudringen. Sie bot ihm Macht an und mit dieser schuf er die Tuatha. Kein Wunder, dass Godflow sie für einen Gott hält. Wer weiß. Tyr noch? Ventrinho hatte recht. Tyr noch ist kein Gott. Aber sie besitzt beinahe so viel Macht und ist für die Welt mindestens ebenso gefährlich wie jeder dunkle Gott. Ihre Kräfte haben Godflow von einem Narren zum Kriegsherren erhoben. Und im Gegenzug sollte seine Armee ihr die Möglichkeit bieten, diese Welt zu betreten und sie zu vernichten.
Okay, und wer war ich? Ihr seid derjenige, der vorgetreten ist, um Gad Flo und die Quelle seiner Macht aufzuhalten. Und das, obwohl das Schicksal besagte, ihr wärt zum Scheitern verdammt. Dieses Mal kann euch das Schicksal nicht kontrollieren. Und ich erwarte, dass ihr Erfolg habt. Ich gebe mein Bestes, Aline. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Alles klar, dann Montau. Nicht, oder? Die Macht hier noch. Ja, zurück in dein Grab. Hauptsache, er multipliziert sich hier. Was zur Hölle? Okay, das könnte gefährlich werden. Aber er verliert gut Leben, das ist schon mal viel wert. Sie ist auch mit im Kampf. Aber bitte töte sie nicht. Wäre dir sehr verbunden, Gad Flo. Aber geil inszeniert wieder so. Weiß nicht, was das soll. Tenoch hat aber gerade keinen Bock, dir ihre Macht zu schenken. Du stirbst jetzt. Verstanden? Eine Illusion? Irgendetwas stimmt. Wenn Gad Flo nicht hier ist, muss er sich irgendwo tiefer unter der Erde verstecken. An irgendeinem Ort, der näher an der Quelle des Prismeer liegt. Tschüss, Hildegard. Wir müssen... Das war schon fast zu einfach, ja, stimmt. Ihr müsst nicht versuchen, mich zu beeindrucken, wisst ihr? Nicht mehr. Außerdem wird unsere Zeit knapp. Welchen Pakt Gad Flo auch mit Tenoch geschlossen hat, er beginnt sich für sie auszuzahlen. Und wenn das geschieht, wird die Welt ihren Zorn zu spüren bekommen. Meine Vergangenheit. Wir waren zwei der Auserwählten, die Tenoch vor der Welt verborgen halten sollten. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Aber als Gad Flo sie fand, wart ihr derjenige, der sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und hier noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen. Und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren. Kennen wir schon? Im Herzen Alabastras liegt die einstige Dunkelfeienstadt Bale. Und dort, unter dem Hof des Winterkönigs, befindet sich die Höhle von Amithyn. Sie ist ein Ort von gewaltiger Macht. Sie ist der Ort, an dem Tenoch eingesperrt ist und an dem ihr gestorben seid. Es wird echt interessant, das zu sehen. Und jetzt muss ich zu Tenoch? Sie ist tief in Amithyn eingesperrt. Aber Gad Flos Krieg hat ihre Fesseln geschwächt. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Wenn sie freikommt, ist unsere Welt verloren. Hier entlang. Ja, gleich. Ich will aber erstmal hier die ganzen Schätze mir noch grabben. Aline! Keine Alleingänge hier. Was ist das denn? Will ich nicht. Geh weg damit. Natürlich mache ich die Quest. Ist ja gleich soweit. Hier an der Seite lang.
hier noch wird tief in Amythyn gefangen gehalten. Aber ihr Gefängnis wird immer schwächer. Bin sehr gespannt drauf. Wow. Sieht echt geil aus. Alyn, ich komm. Ich kann nicht hören, dass ihr wieder hier seid. So voller Leben. So voller Schicksal. Was habt ihr mir mitgebracht? Was habt ihr mir mitgebracht? Ich kann Tiernochs Blick auf uns spüren. Ich hab sie auch gerade gehört. Wenn sie das dann war. Ich weiß nicht, ob sie das gerade wirklich gewesen ist. Was? Schicksalssplitter? Was geht denn hier jetzt ab? Sie hat einfach nur einen Teil der Schicksale herausgerissen, die ihr gestohlen habt, und sie gegen euch gewendet. Es ist womöglich nicht ganz unrichtig, sie als einen Gott zu sehen. Ich weiß nicht. Schicksalssplitter. Aber habt ihr gesehen, wie viel das gerade mir gegeben hat an Dings? An Schicksalsmacht? Ich meine, gut, es ist bei mir voll eigentlich, aber trotzdem. Kann man das irgendwie zerstören oder so? Nee. Wow, das scheint noch ein ganz schön großer Dungeon zu sein. Bin gespannt drauf. Wisst ihr, wir sind hier quasi kurz vorm Finale und trotzdem nur noch Scheiße in diesen Kisten. Erbärmlich. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gadflo Tier noch befreit. Ja, doch. Bin doch dabei. Wie viel Staub vom Prismeer man hier einfach mal noch einsammeln kann. Denn hier Stab? Was soll ich denn damit? Ich habe mir das jetzt nur genommen, weil es ging. Was? Das kann ich ja nicht wegnehmen, leider. Das lohnt sich nicht. Gadflos Gebete haben dieses Gefängnis gesprengt. Der mich befreien wird. Wahnsinn, wie viel Schicksalszeug das immer gibt, wenn man die... Hört nicht hin! Ihr seid der Einzige, der die Macht besitzt, sie aufzuhalten. Warum kann man das jetzt hier noch alles immer aufsammeln, verstehe ich nicht. Hier ist mir gerade eine Motte voll ins Gesicht geflogen. Könnt ihr mal aufhören, Motten? Gerade Wichtigeres zu tun, als mit euch zu schmusen. Okay. Die Farbe ändert sich. Wow, sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Ach du heilige Schönes. Als ihr zum ersten Mal hier wart, war der Tod euer eine bessere Verwendung für euch. Die Zeit ist gekommen. Ihr habt euch hierfür entschieden? Was meint sie damit? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon sie redet.
Und das musst du mir jetzt einfach mal glauben. Eragon. Also ich weiß nicht, was sie damit meint. Wow, sieht das geil aus. Also das hat auch definitiv Finalambiente. Richtig gut. Was sind das immer nur primitive Waffen? Und ich weiß nicht, warum es die hier gibt. Ich habe euch die Freiheit geschenkt. Und nun seid geschenkt zurückgekehrt, um mir die meine zu gewähren. Das glaubst aber auch nur du. Okay, da hinten geht's weiter. Wow. Sieht das geil aus hier. Echt. Das ist ein Finale. Nur ihr besitzt die Macht, hier noch wieder in Amethyn einzusperren. Ich muss das Geheimnis ihrer Existenz von der Welt fernhalten. Sobald hier noch in ihr Gefängnis zurückgedrängt wurde, müssen diese Höhlen versiegelt werden. Das lässt nur noch eine Frage offen. Kann ich darauf vertrauen, dass ihr Tiernochs Existenz geheim halten werdet? Ich möchte erstmal hier wissen, wieso ich das Ganze überhaupt geheim halten muss. Es gibt in dieser Welt Dinge, die einfach verborgen bleiben müssen. Wenn die Macht der Drachen allgemein bekannt würde... Nun ja. Ihr habt gesehen, was hier geschehen ist. Gadflo hat nur einen Bruchteil ihrer Macht an sich gerissen. Und doch hat er den großen Kreislauf der Feien gestört und einen Krieg geführt, um alle jungen Völker auszulöschen. Allein dadurch, dass ihr ihre Macht nur gestreift habt, wurdet ihr von den Fesseln des Schicksals befreit. Und wenn es euch gelingt, diese Freiheit gegen sie einzusetzen, wird sie keine Macht mehr über Amalur haben. Und was wird mit mir geschehen? Etwas wie ihr hat nie zuvor existiert. Und wie immer gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wie eure Zukunft aussehen wird. Wenn ihr siegt, könnte es das letzte Mal sein, dass ihr das Schicksal der Welt verändert. Doch selbst wenn ihr ins Gewebe des Schicksals zurückkehrt, nachdem Tiernochs Einfluss aus dieser Welt verschwunden ist, so wird dies doch ein weitaus besseres Schicksal sein als jenes, das uns ihre Freiheit bringen würde. Da ist was dran. Und ich werde es bewahren. Ausgezeichnet. Nach allem, was ihr getan habt, wäre es wirklich zu schade, wenn ihr ein zweites Mal sterben müsstet. Falls ihr entkommt, werde ich euch beobachten. Und seid euch einer Sache bewusst. Ich werde jeden, der die Wahrheit darüber erfährt, was hier geschehen ist, persönlich zum Schweigen bringen. Geht nun. Verhindert, dass Tier noch vollständig in diese Welt kommt. Aber vergesst nicht, meine Klingen werden stets auf euren Nacken gerichtet sein. Alles klar. Splitter des Schicksals. Tiernochs Macht ist gewaltig. Sie hat einfach nur einen Splitter dessen herausgerissen, was ihr hättet sein können... Und ihn gegen euch gewendet. Als sie euch getötet hat, muss euch diese gewaltige Macht aus dem gesamten Gewebe des Schicksals gerissen haben. Okay, kannst du mir irgendwie noch helfen? Nichts auf der Welt ist dazu bestimmt, hier noch aufzuhalten. Deshalb seid ihr der Einzige, der überhaupt eine Chance hat. Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass ihr sie auch ergreift. Ich frag mich jetzt aber... Gehen wir. Wo die anderen sind? Ich meine, wir sind hier mit Agard und Kühdan und wie sie alle heißen... hergekommen und danach war Schluss. Thronsaal. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. So sieht's hier auch aus. What? Alter, ist das geil. Okay. Nein, ich habe keine Angst oder so. Nö, nö, mir ist voll wohl. Scheiße. Wahnsinn. Ich muss es genießen kommt, gerade. Schicksalsweber. Bringt mir eure Kraft, opfert euch selbst. Und für sie gilt das Schicksal eurer Welt. Wir bestimmt erstmal nochmal Gutflow, oder? Oder gleich hier noch? Ist hier noch irgendwas hinter? Nein. Es ist Zeit, über euer Schicksal zu entscheiden. Amethyn liegt dahinter. Und dort wird der Drache den Schleier zerreißen. Tretet näher, Sterbliche. Werdet Zeugen von Tiernochs Geburt. Werdet Zeuge eures eigenen Endes. Mein Schicksal liegt nicht hinter diesen Pforten verborgen. Ihr allein vermögt zu ändern, was geschehen soll. Geht.
Willkommen zurück, Sterblicher. Wie fühlt man sich, wenn man an diesen Ort zurückkehrt? Spürt ihr den Schmerz eures Todes immer noch? Könnt ihr spüren, wie er in der Luft widerhallt? Und nun sollt ihr hier an diesem Ort Zeugen werden, Zeugen von der Geburt Tirnors, Zeugen der Vernichtung der Alpha und des Anbruchs des ewigen Winters. Oh ja, sie kommt! Tirnoch die Mächtige, Tirnoch die Barmherzige, Valafela Tirnoch, Valasera Tirnoch! Habe ich es gut gemacht, Herrin? Seid ihr zufrieden? Du hast deinen Zweck erfüllt. Aber ich kann euch noch weiter von Und nun, Schicksalsloser, wird euch eures ereilen. Wow! Was? Wieso ist meine Schicksals... Wollt ihr mich verarschen? Lass mal deinen Mundgeruch bitte bei dir, Tirnoch. Kann man dich irgendwie angreifen? Will mir irgendwas kaputt machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll, beziehungsweise wie ich sie angreifen kann. Ich muss auf mein Leben aufpassen. Habe ich sie überhaupt schon mal irgendwo getroffen? Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich kann sie nicht treffen. Was muss ich hier machen? Kann ich irgendwie hiermit was machen? Ah! Alles klar. Okay. Ich weiß jetzt, was ich machen muss. Was? 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 Ich hol mal Hildegard einmal. Wieso ist das jetzt überhaupt so hell? Kann ich hier denn jetzt... Hier gerade irgendwie ein Bug oder sowas? Au. Hat wehgetan so ein bisschen. Hildegard steht einfach nur als Deko da rum, oder was? Ihr könnt nicht
Ah. Okay, aber dafür sind diese Dinger einfach mal gut. Wow. Ich sehe nichts. Sehr gut. Und? Und nochmal. Ich hab sie aber gleich. Es sei denn, da kommt dann noch was. Und Gutflow ist jetzt quasi einmal und hat sich geopfert, oder was? Oder wurde geopfert, wie auch immer. Wow. Oh, da lebt ja noch einer. Kann man ändern. Ah, tatsächlich ein geiles Vieh. Wissen können, dass es ein neuer Anfang sein würde. Hätten wir dieses Ergebnis vorhersehen müssen? Wer wusste damals schon, was das Schicksal bringen würde? Ich hätte euch diese Nachricht gerne persönlich überbracht, um euch ein letztes Mal zu sehen. Allerdings wäre das kompliziert geworden. Mein Orden hatte andere Pläne für den Fall, dass ihr die Kristallfestung je verlassen solltet. Doch wenn es um euch geht, scheint kein Schicksal in Stein gemeißelt. Wir beide sind nur noch am Leben, weil man mir geglaubt hat, dass auf euer Schweigen Verlass sein wird. Ich hoffe, ihr macht keine Lügnerin aus mir. Sollten in den Tavernen Amalurs Geschichten über unsere Erlebnisse auftauchen, würde man mich bitten, euch aufzusuchen. Und wir beide wissen, dass euer nächster Tod endgültig sein wird. Doch genug davon. Euer Leben gehört euch. Findet heraus, was das Schicksal für euch bereithält. Oder welches Schicksal ihr anderen bringt. Vielleicht sehen wir uns eines Tages in glücklicheren Zeiten wieder. Bis dahin verbleibe ich. Die Eure, Alyn Shear. Immer eine schöne Ansprache gewesen zum Ende von ihr. Ganz komisches Gefühl, gerade dieses Spiel jetzt auch noch beendet zu haben. Ich habe ja gestern aufgenommen und habe Dark Souls 3 das Finale gemacht. Deswegen ist das gerade total komisch, auch das jetzt noch hinter mir zu haben. Vor allen Dingen deshalb, weil dieses Projekt mich ja nun sehr, sehr, sehr lange begleitet hat. Beziehungsweise diesen Kanal. Ja, was soll ich sagen? Dieses Spiel verbindet so eine märchenhafte Aufmachung einfach. Man fühlt sich so richtig in so eine Welt hineingezogen, so eine fantastische Geschichte. Was halt immer so ein bisschen schade war, ist die Tatsache, dass unser Held eben selbst nicht gesprochen hat und man generell nicht so viel von ihm jetzt erfahren hat. Man konnte zwar hier und da gewisse Gesprächsoptionen auswählen, die natürlich auch streckenweise gewisse Dinge mit beeinflusst haben, was auch ganz cool gemacht war. Aber ja, es fehlte halt immer so dieser. Also es ist nicht so, dass ich jetzt total emotional mit unserem Charakter irgendwie dabei war. Auch wenn es jetzt gerade am Ende interessant war, von Aline noch zu erfahren, was jetzt eigentlich früher passiert ist. Trotzdem, weiß nicht. Also mir hat das Spiel insgesamt gut gefallen. Schwierigkeitsgrad, ja, war okay. Hat mich jetzt nicht überfordert oder so. Aber ich habe es ja auch nur auf normaler Stufe gespielt. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich das jetzt auf die höchste gestellt hätte. Aber daran sollte es auch nicht liegen. Ich fand die Gebiete wunderschön gestaltet. Ich fand die Städte, Dörfer, was auch immer, wirklich toll.
Schade fand ich teilweise, dass die Sprache bisschen laut, mal leise war und so. Das war jetzt nicht so, aber es gab hier und da auch mal Dinge, über die man schmunzeln konnte. Die DLCs fand ich auch echt gelungen, allen voran die Legende vom toten Kerl. Das war von den beiden mein Favorit. Nichtsdestotrotz fand ich auch die Szene von Naros nicht schlecht. Kann man mal machen, auf jeden Fall. Ja, wo ich jetzt hier gerade sehe, Agard und Co. Was ist mit Agard jetzt passiert? Das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nach diesem Abschnitt nochmal irgendwie näher beleuchtet wird. Ja, die Gegner haben soweit auch gefetzt. Es gab von den einzelnen Kontrahenten auch verschiedene Abstufungen sozusagen. Und war okay. Also klar hätte ich mir teilweise ein bisschen mehr Gegnervielfalt gewünscht, aber muss auch nicht unbedingt sein. Es ist trotzdem okay gewesen. Ja, was kann man noch dazu sagen? Manche Quests haben sich so ein bisschen wiederholt. Und ich mag Endlos-Quests nicht so. Das ist nicht so meine Geschichte, aber das hat jetzt nicht zwangsweise was mit diesem Spiel zu tun. Das ist bei mir allgemein so. Die musikalische Untermalung fand ich eigentlich nicht schlecht. Die hat mir auch wirklich gut gefallen. Gerade so in Alabastra nachher richtig geil gewesen. Endkampf und Co. Schön gemacht. Auch wie man dann so langsam seinem Schicksal immer dichter kommt und erfährt, okay, so jemand war ich also, bevor ich hier den Tod gefunden habe. Ich habe also mit Ventrinho zusammengearbeitet und meine Aufgabe war es eben, das Ganze mit Tyr noch geheim zu halten, beziehungsweise eben Gutflo zu besiegen und sie wieder einzusperren. Ja. Agard fand ich als Charakter sehr cool, gerade so am Anfang. Und Alun Shear ist trotzdem, glaube ich, so mein Lieblingscharakter von denen, die jetzt überhaupt ein bisschen öfter aufgetaucht sind und den Spieler so ein bisschen begleitet haben durch das Spiel. Was gab es denn noch so für Leute? Lass mich überlegen. Es gab unter anderem ja auch das Haus der Balladen, damals mit meinem Fail mit der Maid von Windemere, der ich mich versehentlich angeschlossen habe, weil ich dachte, ich könnte sie so übertölpeln, was aber leider nicht so funktioniert hat. Das Spiel hat das nicht mitgemacht. Aber auch das waren alles total geniale Sachen. Die Skill-Geschichten fand ich auch ganz interessant, die man so machen konnte. Sowohl die Zauber, als auch so die ganzen Möglichkeiten, dass man problemlos umskillen konnte. Die Talente, die man erlangen konnte, die Attribute quasi zuweisen. Dass man auch wirklich oftmals einen Nutzen daraus gemerkt hat. Ich meine, gut, das sollte man eigentlich auch erwarten können von einem RPG, das so ein bisschen Open-World-Charakter hat. Ja, also was soll ich sagen? Im Großen und Ganzen wirklich ein cooles Spiel. Es ist nicht mein Lieblingsspiel, aber es hat mir trotzdem gut gefallen und es hat mich sehr, sehr viele Stunden unterhalten und es hat es auch verstanden, mich weitgehend zu fesseln. Klar, hier und da hat man mal kleine Durchhänger gehabt. Aber das ist nun mal so. Hat nicht unbedingt was mit dem Spiel zu tun. Eben auch mit gewissen anderen Umständen und was weiß ich. Die jetzt hier aber nicht hingehören. Tja, was soll ich sagen? Vielen Dank an euch dafür, dass ihr mich so lange bei diesem Projekt begleitet habt. Mir immer mal wieder Hinweise geschrieben habt. Und einfach gemeinsam mit mir diese Reise angetreten seid. Ich werde noch nicht verraten, was Nachfolgeprojekt wird. Was ich aber verraten kann, ist, dass jetzt erstmal mindestens ein oder zwei Kurzprojekte kommen. Vielleicht auch mehr, das weiß ich noch nicht. Ja, kurz, also im Vergleich zu Kingdoms of Amalur kurz auf jeden Fall. Ist ja jetzt das längste Projekt auf meinem Kanal. Bis dato. Und es wird auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen weniger kommen.
von der Länge her. Mal schauen. Ne, ich möchte jetzt hier auch nichts versprechen. Ich muss auch mal gucken, ob das alles klappt mit dem Aufnehmen und so. Und jetzt schaue ich erstmal, ob hier was noch abgeht. Was? Schicksalsverachtend. Du hast hier noch bezwungen und den Kristallkrieg beendet. Die Tragweite dieser Ereignisse wird ewig in der Geschichte Amalos widerhallen. Dank dir ist die Welt frei von den Fesseln des gnadenlosen Schicksals. Ja, dankeschön. Wo bin ich hier? Sieht aus wie Rat hier, oder? Orbukant. Ist, glaube ich, aber ein Rat hier, oder? Agat, hey! Na sowas! Ihr seid also endlich wach! Ihr habt uns einen ziemlichen Schrecken eingejagt, aber ihr seid hier und der Krieg ist so gut wie vorbei. Worüber sollten wir uns also beklagen? Oh, ich freue mich so, dass er wieder da ist, weil ich nicht wusste, was mit ihm passiert ist jetzt. Was ist passiert? Ich hatte gehofft, das könntet ihr uns sagen. Kydan und ich haben gerade gegen ein paar Nachzügler gekämpft, als urplötzlich dieses grauenhafte Geheule losging. Ich schätze, ihr müsst Gadflo bezwungen haben, denn die Tuata haben angefangen zu schreien und sind geflohen. Es gibt noch immer einige, die sich wehren. Aber ihnen fehlt das Feuer. Versteht ihr? Und kurz danach ist Alyn aufgetaucht, mit euch über der Schulter. Sie hat mir gesagt, ich soll auf euch aufpassen und sicherstellen, dass ihr in Ordnung seid. Sie hat eine Notiz für euch hinterlassen. Aber ich bin nicht so dumm, dass ich eine persönliche Nachricht von jemandem wie ihr lesen würde. Das musst du ja Gott sei Dank auch nicht, denn diese Nachricht ist ja für mich. Der Krieg ist vorbei, was nun? Es gibt noch immer einige Tuata, die sich nicht ergeben wollen. Aber ja, der Krieg ist vorbei. Ihr hättet mal den Festzug in Rathir sehen sollen. Und wie es jetzt weitergeht? Nun, das ist wirklich eine gute Frage. Wisst ihr, eine Menge Soldaten haben mich nach dem Ende der Kämpfe um eine Deutung gebeten. Aber so sehr ich mich auch bemühe, ich kann niemandes Schicksal vorhersehen. Ah. Weil ich hier noch aufgehalten habe? Nein. Das mache ich nicht, weil wir haben Alynen versprochen, wir werden niemandem davon was sagen und ich weiß nicht, inwieweit Agat informiert ist. Gut, jetzt sind wir alle frei. Gut? Ja, vielleicht. Die Freiheit ist ein Segen und ein Fluch. Wenn das Schicksal wirklich keine Macht mehr über uns hat, wird nur die Zukunft zeigen, ob das nun gut oder schlecht ist. Doch was auch geschehen mag, Amalur und seine Bewohner existieren nur noch dank euch. Und wohin euch euer Weg auch führen mag, vergesst eines niemals. Es sind die Taten, die jemanden ausmachen. Wer ihr seid, liegt bei euch allein. Und nun geht's, mein Freund. Genießt diese Welt in all ihrer Pracht. Ihr habt es euch verdient. Danke dir, Agat, mein alter Freund. Ich möchte jetzt auch gar keine Quest mehr angucken, Leute. Guten Morgen, Herr. Nee, du interessierst mich nicht. Ich will hier einfach nur raus. Diese Stille. Ich traue meinen Augen nicht. Wieso? The fuck ist hier los? Jetzt soll man aber noch in diesen einen Dungeon können. Okay, passt mal auf. Ich will jetzt hier unten nochmal hin. Nach Primordia, wie auch immer das ausgesprochen wird. Hier unten irgendwo. Aber erstmal will ich nochmal ins Neumondlager und gucken, was da abgeht. Also hier sind aber trotzdem noch Gegner und alles, also... Ja, was mein ist, ist auch euer. Bitte bedient euch, falls ihr irgend... Okay, jetzt würde ich mal gucken, Primordia. Oh, das ist ja gleich hier vorne. Ist voll das komische Gefühl jetzt, ehrlich gesagt. Noch ein paar Tuata, die hier Stress wollen, ja. Ob ich nur deine Gnade krieg oder nicht. Habe ich nur eigentlich denn von Alyn diese Nachricht bekommen?
Ich muss mal kurz gucken, Inventar. Konsumgut? Das ist ja kein Konsumgut. Das ist ja höchstens irgendwas anderes. Hier kann ich jetzt reingehen, hoffe ich. Hattet ihr mir gesagt, ich soll da reingehen und gucken? What the fuck? Uah, hab ich mich erschrocken. Nicht gesehen, dass der springt. Warum ist dieser Dungeon jetzt verfügbar erst nach dem Finale? Meine Schicksalsmagie ist jedenfalls jetzt wieder da. Das ist gut. Klingt komisch hier drin. Grobe drauf hier kackt. What the? Das muss dann in einem anderen Stockwerk sein oder was? Oben drüber? Was ist hier los? Schattenprismen, yay. Okay, also man kann definitiv von da oben irgendwie runter. Kann ich hier durch? Ich hoffe doch. Sehr gut. Ich weiß nicht, was das hier für ein Dungeon sein soll. Ganz ehrlich, aber okay. Hi. Oh no. Wie den Sturm-Champion das halt einfach mal überhaupt nicht tangiert. Der ist halt echt nahezu immun dagegen. Ich meine, gut, jetzt brauche ich hier eh nicht mehr noch die Mega-Geschichten. Was? Hier unten? Okay. Da lang? Ja. Kommen auch Gegner, oder? Kosmertroll. Keine Frage, warum nicht? Elfen auch noch, hallo. Hildegard, komm, gib alles. Du kannst es, ich weiß das. Ja, ist mir doch egal. Hau mich ruhig. Ich komm damit klar. Schlag mich ruhig, macht nix. Versuchen wir es wieder auf diese Weise und... Bam! Wow, nicht schlecht. Komm. Dankeschön. Schatzsack. Alles nur Müll. Nichts, was mich interessiert. Aber gut, was erwartet man? Was? Garlands Handschuh.
Nichts Geiles leider. So, ich gehe jetzt erstmal den Weg hier oben rum. Ich weiß ja nicht, was hier dann noch warten soll jetzt. Also wozu man hier noch rein kann. Was das im Endeffekt bringt. Warum das erst halt nach dem Endkampf. Freigeschaltet wurde. Wow, keine schlechten Chakrams, aber die Extras fehlen. Ah. Guck dann, ne? Oh mein Gott. Da kommen aber ordentlich Gegner jetzt auf mich zu. Oh fuck. Ja, komm. Viele Gegner hier noch, ey. Wahnsinn. Aalblatt, ey, oh Gott. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gefunden. Ja. Yeah. Und was für mich noch ein Kritikpunkt ist an diesem Spiel, der Loot. Der Loot. Gerade später, am Anfang freut man sich ja hier und da noch, aber ey. Der Loot ist hier doch meistens wirklich nicht so der Knüller und das ist echt schade. Vor allen Dingen dann, wenn man überlegt, jo, ich habe jetzt hier gerade eine schwer zu knackende Truhe irgendwie geöffnet, habe das hingekriegt und dann ist dann halt nur sowas drin, was halt echt keine Sau braucht. Das ist es, was ich mega schade finde, ganz im Ernst. Cool finde ich aber zum Beispiel auch dieses Gem-System. Ja, das hat durchaus was. Ja, oder geht's weiter? Aber erstmal habe ich hier noch eine Geheimtür hier. Nochmal Gegner hinter. Bitte was? Herr der Hühner. What? Willst du mich verarschen? Alter, wie viel haltet ihr denn aus? What? Hier sind gerade verrückt gewordene Gänse. Auf mich losgestürmt, ist das euer Ernst? Und die haben echt Oliver ausgehalten. Was geht denn hier jetzt kaputt, sag mal? Das ist ja unmöglich. Oh, hey. Ah, schade, ich habe deinen Kumpel nicht getroffen. Macht nichts. Hey. Wow. Also meine Chakram-Skills sind wieder over 9000 auf jeden Fall. Das war schon besser. Oh, hier können wir nochmal Purpus in der Decke mitnehmen. Das ist wieder dieser Raum.
Ich höre es auch, das ist das Schlimme. Ist fast zum Bannen oder so, kann das sein? Aber ich habe jetzt hier an sich alles gefunden, alles gemacht. Ja, aber warte mal. Wo konnte ich denn jetzt hier runterspringen? Okay, nächsten. Das mag ich vielleicht noch nicht gemacht haben, aber sonst. Ah, warte. Jetzt komme ich, glaube ich, zu dem Schatz hin, oder? Hier bin ich nicht lang gelaufen. Genau hier oben nämlich. Zum Ende nochmal ein Fluch. Ja, von mir aus. Sonst noch was? Nö, ich glaube nicht. Was genau macht denn dieser komische... Was? Quests? Ich habe keine mehr. Abgesehen halt von diesen ganzen... Status... Effekte. Minus 50% Eisresistenz, okay. Da war ich aber schon, ist mir also egal. Ich springe jetzt wieder runter. Werde mich jetzt hier wieder rausbegeben. Such nochmal schnell einen Heiler auf. Und dann, ja, dann soll es doch gewesen sein. Ich habe jetzt diesen Dungeon gemacht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts weiter vergessen. Und dann passt das. Alles klar, ich werde einmal... Komm, wir gehen mal nach Gorhard. Dauert immer nur ein paar Stunden, bis man da rüber scrollen kann. Warte mal. Genau. Gorhard. Das ist das Gute am Rechner. Ich kann dann immer noch mal schnell die Maus zücken, sobald das dann irgendwie möglich ist. Aber das ist schon immer so hell. Ich weiß es nicht. Ne, wartet mal. Wo war die Heilerin? In der Taverne, ne? Genau hier. Gasthof. Hallo? Jo, hi. Hey, Schnuggi. Kann ich euch helfen? Ja, kannst du. Dankeschön. Gebt auf euch acht. Aber na klar doch. Juri, liebe Leute. Oder böse Leute, je nachdem. Was macht er dann eigentlich bei ihrem Räumchen? Hm. Man weiß es nicht. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich würde mal sagen, das war's dann jetzt. Mit Kingdoms of Amalur. War eine schöne Zeit. Nochmal vielen Dank an euch fürs Einschalten immer mal wieder. Und natürlich dafür, dass ihr mir so viele Hinweise geschrieben habt und Kritik und alles Mögliche. Ohne euch hätte ich bestimmt einiges nicht entdeckt oder nicht verstanden oder. Tja, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns vielleicht in einem anderen Projekt wieder. Und bis dahin. Tschüss.